Hallihallo und willkommen zur 72. Folge des FIFA 13 Road to Glories. Und ja, es geht natürlich weiter darum, die 6 Tore von Fierro in den 4 Spielen bisher mit dem Liga BVA-Team auszubauen. Im ersten Spiel kommen wir gegen dieses Jamaika-Team mit Marvel Wynn noch hinten drin, vorne noch Maddox und Pace überall mit Mariappa noch hinten und Richards. Und links ist es Phillips auf den Außen und das genau war auch seine Taktik halt leider, die Außen zu überusen, einfach die Außen auszunutzen, das unfassbare Tempo, das er hat und meine Dreier nicht allzu schnelle Innenverteidigung plus eine ziemlich kleine Innenverteidigung mit Maddox, der glaube ich 95 oder 96 Sprungkraft hat, zu stören. Genau jetzt sehen wir mal eine typische Szene, die ich mir 90 Minuten lang angucken durfte. Genau diese Situation gab es halt 90 Minuten lang und dann immer auf Maddox und der hat halt immer probiert, was draus zu machen. Die Ecke resultiert aus der Parade von Sergio Asenio. Und das war auch immer was Nettes, was er gemacht hat, der Gegner. Er hat nämlich immer mindestens 10 Minuten gebraucht, um seinen Abstoß oder eine Ecke oder so zu machen. Ein einziges Mal quasi jetzt hier bisher erfolgreich nach Ecken. Also ich kann mit diesem Team keine Ecken verteidigen, denn es ist kein Spieler größer als 1,81 Meter, glaube ich. Und damit kannst du einfach keinen Kopfball gewinnen. Deswegen, nach Ecken bin ich mit diesem Team ziemlich aufgeschmissen und auch relativ froh, wenn ich die nächste Liga wechseln kann. Dazu müsste aber dieser Mann hier mal wieder ein Tor machen. 6 Tore hat er bisher, 15 braucht er, um in die nächste Liga einzusteigen. Und 1:1 außerdem ein Ergebnis, das doch ein bisschen, ja, nicht mehr vorhanden ist. 2:1 nämlich durch Darren Maddox, der nach Fehler meines Innenverteidigers, der es einfach nicht geschafft hat, den Ball zu meinem Keeper zurückzuköpfen, zum 1:2 aus meiner Sicht trifft. Dann ist aber Fierro mit schönem Dribbling, De Lucas ohne Probleme und das ist natürlich eine Position für unseren super zentraloffensiven Stürmer. Der trifft zum 2:2 in der 66. Minute, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit sind wir natürlich jetzt doch wieder auf Kurs in Richtung Sieg. Fierro schickt dann hier einmal Arellano und zum ersten Mal kann er sich von Wynn lösen, der ihn sonst immer das abgelaufen hat mit seinem 93 Tempo, aber diesmal löst Arellano sich, trifft und trifft vor allem zum Sieg. 3:2 am Ende, auf jeden Fall ein ziemlich enges Spiel und auch nicht so einfach zu gewinnen. Aber gut, Fierro leider ohne Tor, das heißt, Fierro steht jetzt nach 5 Spielen bei 6 Treffern, was immer noch keine schlechte Statistik ist in dieser Liga. Also für mich die Liga. Aber trotzdem, wir müssen natürlich irgendwie probieren, das Ganze ein bisschen schneller hochzutreiben, denn wir brauchen, ja, oder wollen, ich will vor allem in die nächste Liga mit größeren Innenverteidigern, denn das geht mal gar nicht, was ich zurzeit habe, auch wenn ich mich langsam ans Team gewöhne. Ja, wir kommen gegen das nächste Team, 4-4-2, und ich dachte, mir blüht schon wieder fast dasselbe, abgesehen davon, dass er diesmal keinen Kopfballstarken hat, mit Miyachi und McLean auf den Außen vorne, mit Joshua King und dem neuen Transfer Delfoneso, der ja nur ausgeliehen war an die Empower Championship, ich weiß gar nicht mehr, bei wem er gespielt hat. Auf jeden Fall gehen die ersten 2 Chancen an uns, De Lucas erster Freistoß gefährlich, De Lucas zweiter Freistoß gefährlich und die dritte Chance geht natürlich auch an De Lucas, der nochmal einen Longshot raushaut und auch dieser ist gefährlich, aber Pantilimon pariert einmal, zweimal geht der Ball knapp daneben und deswegen steht es nach 20 Minuten noch 0:0. Dann allerdings sein allererster Torschuss und wie es kann es anders sein als ein Longshot von Jordan Henderson, der den Weg in den Winkel findet und die, ja, alles andere als verdiente Führung zum 1:0 zu diesem Zeitpunkt, das war nämlich wirklich sein allererster Torschuss. Fierro dann aber dachte sich, das kann nicht sein, ich brauche mein 7. Tor und mit seinem schwächeren linken Fuß trifft er dann tatsächlich in die lange Ecke. Wunderbarer Treffer, habe ich nicht so mit gerechnet, dass er den macht und es wurde noch besser. Arellano auf Fierro und der muss jetzt versuchen, Basson davon zu laufen, der ist jetzt auch nicht der langsam und schwächste Innenverteidiger. Aber Fierro war on fire und haut das Ding tatsächlich an den Innenpfosten zu seinem Doppelpack. 8. Treffer jetzt im 6. Spiel. Und er war wirklich jetzt gut drauf. Hier mal eine Szene, wo ich mir dachte, was ist das denn? Was macht da mein Keeper bitte? Robbt sich da weg vom Gegenspieler, aber na gut. Fierro dann mit der nächsten Situation und Arellano schickt ihn wieder. Arellano kriegt ihn zurück und ihr weiß nicht, ob ich hätte rüberlegen können, um Fierro das nächste zu machen. Wahrscheinlich eher nicht. Sicher ist sicher und Arellano trifft dann zum 3:1 und das sah alles sehr, sehr beruhigend aus zu diesem Zeitpunkt.
Als sollte hier nichts mehr anbrennen. Linker Schuss, linke Ecke. Ganz easy Ding. 45. Minute nochmal die letzte Aktion. Fierro nochmal mit einem kleinen Dribbling. Hat er leider nur 2 Sterne Skill Moves. Aber das war nicht übel. Am Ende kann Pantilimon allerdings halten. Aber Lukas, de Lukas, ist ganz knapp im Abseits bei seinem Treffer. Und deshalb leider keine 4 zu 1 Führung. Zweite Halbzeit dann aber ging das Ganze dann genauso weiter wie bisher. Und zwar mit einem Tor von Carlos Fierro. Das macht er wirklich wieder sehr, sehr gut. Schönes Dribbling gegen Basson und dann locker abgeschlossen mit seinem schwächeren linken Fuß zum dritten Treffer für ihn. Und 4 zu 1. Jetzt hat er 9 Tore in 6 Spielen und jetzt sieht das Ganze doch schon wieder etwas besser aus. Schönes Dribbling da. Leider sieht man es jetzt nicht mehr. Aber naja, ist ja auch nicht so tragisch. Aber der Gegner hatte sich noch nicht ganz aufgegeben. Auch wenn er bis auf den Henderson Schuss keine andere Chance mehr hatte. Sei probiert's nochmal mit so einem Versuch, aber diesmal haben wir etwas Glück und King haut das Ding nur an den Pfosten. Ja, stattdessen landet der Ball am Ende wieder bei De Lucas, diesmal mit dem Außenrissversuch, vierter Longshot-Versuch quasi für ihn. Leider wieder kein Tor. Stattdessen habe ich euch ja mal gesagt, dass Asenjo sehr gute Abstöße hat und Arellano wisst ihr ja zufällig, dass es ein sehr, sehr schneller Spieler ist. Sehr geiler Ball, Arellano mit dem Lupfer und da kommt der Verteidiger nicht mehr ran. Das 5 zu 1, eins der schöneren Tore, muss ich sagen, denn wunderbarer Abstoß, genau in den Lauf von Arellano, der sich das Ding erläuft und mit dem Lupfer perfekt abschließt. War halt eine knappe Angelegenheit am Ende, ob der Ball reingeht oder nicht. Aber er war es drin und damit ist die Sache natürlich auch für mich gegessen. Ob er jetzt wirklich drin war, ich nehme es einfach mal an. Gegner kommt aber nochmal zu einem weiteren Ehrentreffer über Miyachi, der nochmal zum 5 zu 2 trifft und jetzt aufgepasst für das. Ja, die Aktion des Tages, wenn man so will. Eine wunderbare Aktion und das ausgerechnet von unserem Main Man. Fierro hat hier schon 2 weg, jetzt hat er ihn nochmal 2, jetzt geht er am dritten vorbei und jetzt sucht er den Abschluss und trifft tatsächlich mit dem wunderschönen Dribbling. Also schönere Tore haben wir mit Fierro vielleicht 1 gemacht oder so, dieser wunderbare Longshot mit links, aber das gehört auf jeden Fall zu den schöneren Toren, die wir mit Fierro gemacht haben. Sei es drum, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich eine Bewertung von euch freuen. Fierro hat jetzt 10 Tore in den letzten 6 Partien gemacht und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss.